Wenn er sich vorbereitet hat, guck dir das mal an hier. Was ich bis 6 Uhr mache? Ja. Fernseh schon? Ja, okay. Wo? Im Bett? Schönes Frühstück. Ja, Sascha, verabschiede dich nochmal. Sag tschüss, Sascha. Fass, Sento. Ah ja. Arabella. Hast du Angst? Ich? Nein. Die macht nichts. So, liebe Freunde, wunderschönen guten Morgen. Es ist eine Uhrzeit, die ist unmenschlich. Für euch, ihr denkt jetzt, was, 12.11 Uhr, unmenschlich. Aber Sascha stand schon, ja, wie viel Uhr warst du heute da? 10.30 Uhr. Geisteskrank. Und wir sind auf dem Weg, ja, es ist der Tag gekommen. Ich freue mich auf einen tollen Trip, auf einen Roadtrip mit dir, Sascha, nach Köln. Heute Abend wird das Angelcamp wieder vereint sein. Alle Mann, sogar Nonsense-Rapper, Tanzverbot. Ich freue mich. Alle werden dabei sein und morgen sind wir bei Promi Big Brother. Ich freue mich auf 2-3 tolle Tage mit den Jungs, mit den Boys. Yellow, the only. Wie schnell aus so Instagram-Rappern aus deinem Format Superstars werden, ne? Ach, der Typ ist super. Mega. Mega Song, Junge. Heute Abend wird schlimm, Sascha. Hast du Angst? Heute wird Köln abgerissen, Sascha. Ich will mich an der Stelle auch gleich schon mal entschuldigen. Bei den WWW-Jungs, wenn wir morgen nicht pünktlich um 12 da sind, weil ich glaube, die Jungs haben Laune. Bam! Was? Was, Foto? Ich bin... Komm dir an, will Foto machen, Alter! Tür zu, einmal Zeichen geben und Sascha kommt endlich in sein Wohnzimmer. Ehrenwert in Köln, ein paar Ehrenzuschauer getroffen, die uns die Alben unterschreiben lassen haben. Geil, Sascha, du bist mit dabei. Brudi, bam, Baby. Was ist das? Wir sind unter der Ist da. Was wird das für ein Abend? Netter, geselliger Abend. Ruhiger Abend. Sehr ruhig. Vielleicht machen wir Stream an nachher? Vielleicht machen wir Stream an. Man achte auf die kommenden Stories. Es wird sicherlich ganz angenehm und ruhig. Wir haben es geschafft. Auch Sascha endlich eingetrudelt. Alle komplett. Da sind wir wieder. Wir sind da. Wir sind auch. Und es werden Pläne geschmiedet. Geheime Pläne. Die euch irgendwann entertainmentsmäßig erfreuen werden. Ein schönes Essen. Zweimal die Wurst. Besser hätte ich sie auch nicht legen können. Bam. Nein. Oh, ja, 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 Gott sei ja, Dank, ja, Blatt, ja, ja. Junge. Da ist auch hier diesen hier, ne? Ja. Oh. Ja? Nein, nein. Ich glaube, es ist Pietro. Ja! Ja! Eine Zahl zwischen 0 und 100. Meine Damen und Herren, das ist die größte Hotel-Olympiade, die es gibt. Wir spielen einmal den chinesischen Topf. Wir spielen die Wand, wer näher an der Wand ist. Wir haben das Würfelbrett. Kannst du bitte einmal zählen, ob das stimmt hier? Ja, und wir haben geisteskrank hoch. Was ist? Viermal werfen ist schon... Also, was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Ja, dann aber auch Wasser an. Ja, mach doch mal an. Ja, dann aber auch an. Ja, dann aber auch rein, Mensch. Aber ist ja... Ist wieder so spannend. Nee, wir spielen keine tödliche. Unser Game. Keine tödliche. Werwolf. Aber wie wurde die Testrunde immer noch aufgeklärt? Ich darf der Moderator sein. Also, wer ist der Mörder? Wie wurde die Testrunde aufgeklärt? Wer hat Pietro Lombardi in dieser ersten Runde umgebracht? Ich weiß, wer es war. Was glaubst du? Mit Ansage, Paul, gleich gibt es die Fortsetzung. Wir machen eine nicht tödliche Zeigerunde
jetzt.